Ein Popsong. Willkommen zur Folge 37 von Klarinette spielen lernen für Erwachsene. Heute geht es um einen Popsong. Loverman heißt das Stück, wurde 1941 von Jimmy Davis komponiert. Mehrere bekannte Musiker und Sänger haben dieses Stück eingespielt. Es ging auch als Jazz-Ballett in die Geschichte ein. Ballet, also Ballade, heißt in diesem Fall ein langsames Stück, ein langsames getragenes Stück. Zur Analyse dieses Stücks. Wir haben eine einfache Liedform. Da ist erstmal eine Einleitung, dann kommt der Teil A, 8 Takte, 2x4 Takte. Dann kommt der Teil B, ebenfalls 8 Takte, 2x4 Takte. Dann wiederholt sich der Teil A, aber mit einer anderen Endung. Das sind dann insgesamt 9 Takte. Ich möchte Ihnen jetzt die einzelnen Teile vorführen. Ich fange mit der Einleitung an. Dann kommt der Teil A. Ich spiele erst die ersten 4 Takte. Diese 4 Takte kann man gut mit einem Atemzug spielen. Die nächsten 4 Takte. Dieser ganze Teil A wird wiederholt. Dann kommt der Teil B, die ersten 4 Takte von Teil B. Die nächsten 4 Takte sind ähnlich wie die ersten, fangen aber einen Ton tiefer an. So, das waren diese Teile. Jetzt kommt die Wiederholung von Teil A mit einer anderen Endung. Ich wurde gefragt, warum die Klarinette nicht genauso klingt wie das Klavier, wenn ich die gleiche Note spiele. Ich spiele zum Beispiel ein C auf dem Klavier. Wenn ich die gleiche Note spiele auf der Klarinette, hören Sie, das klingt nicht gleich, sondern irgendwie tiefer. Oh, ich versuche das mal gleichzeitig, aber das geht ein bisschen schwierig.
Man hört den Unterschied. Das kommt daher, dass es sich hier um eine B-Klarinette handelt. Wenn ich also den Ton C spiele auf dieser B-Klarinette, dann klingt dieser Ton, nämlich ein B. Damit es übereinstimmt, muss ich auf der Klarinette alle Noten einen Ton höher spielen. Also statt C, D, statt E, Fis und so weiter. Einen ganz Ton höher. So, jetzt dieses Stück, was wir eben hatten, Loverman. Wenn Sie sich die Noten ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die Klarinette in G steht und die Klavierstimme in F. Ich hatte eben erklärt, es liegt daran, dass das hier eine B-Klarinette ist. Über einen Link in der Videobeschreibung kommen Sie an die Noten. Im Übrigen hat dieses Stück noch eine zweite Klarinettenstimme, ein Klavier und eine Bassbegleitung. Und tschüss. Hoffentlich geht das jetzt.